eine ganz wichtige Zeit für mich, um andere Musikarten richtig kennenzulernen und das Optimale daraus zu machen. War eine tolle Herausforderung und es hat mir enormen Spaß gemacht. Zum Abschluss, also zu dieser, zu diesem Gespräch, was kannst du heute besser als vor 70 Jahren, also in Bezug auf Musik? Ich versuche, genau wie früher, immer neue Sachen in Bezug auf Instrument, auf Equipment rauszufinden, um alles noch mehr zu perfektionieren. Und es ist nach wie vor spannend. Und ich hoffe, diese Art Spannung hört nie auf. Du hast mir erzählt, dass du eigentlich seit Corona angefangen hat, also seit Februar, praktisch nicht mehr aus dem Haus gegangen bist. Fast nicht mehr. Fast nicht mehr, sagen wir mal so. Doch, wir haben noch ein Konzert gegeben. Ah ja. In Kaiserslautern, mein Bruder und ich. Das war schon zu Corona-Zeiten. Aber es sind irrsinnig viele Sachen, eigentlich fast alle, entweder verschoben auf dieses Jahr, obwohl wir nicht wissen, wie es sich weiterentwickelt, ob das auf diese Art und Weise stattfindet oder ganz abgesagt wurde. Ich hatte den Eindruck, dass du aber auch privat kaum rausgegangen bist. Also, dass du privat niemanden mehr getroffen hast. Du, weil ich leider natürlich zu der gefährdeten Gruppe gehöre,